Moin Moin Freunde, weiter geht's mit Immortals Phoenix Rising. Ich bin schon mal wieder in die Halle der Götter Willst du was zurück. kaufen? Ich hätte da Hey, was. schön. Ja, wir haben's geschärft. Die Essenz ist am Start. Gib was ab. Hast du sie? Meine Essenz? Genau wie geplant. Bist du bereit? Ich glaube schon. Weise Athena, Götter und Sterbliche seid an seid. Unter deiner Führung zu ewigem Ruhm. Phönix, du hast mich zurückverwandelt. Du hättest dich aber wirklich etwas mehr beeilen können. Und die Flügel, die du trägst, sind eine echte Gefahrenquelle. Daedalus' Werkzeuge sind schäbig und schlecht durchdacht. Und wo wir gerade von schäbig sprechen. Hermes! Jetzt geht das wieder los. Sie hat auch immer was zu meckern. Oh, Athena, wie schön, dass du zurück bist. Denke ich. Ja. Vielleicht sollte ich mein Urteil in Zukunft etwas sorgfältiger fällen. Weißt du, ich bewundere dich. Du bist kritisch, aber auch weise. Zumindest meistens. Danke. Gemeinsam werden wir einen neuen, weisen Plan erdenken. Aber wir hauen Typhon doch immer noch eine rein, oder? Phönix begriff, dass es nicht immer ein Makel ist, kritisch, wertend oder stur zu sein. Es kann einem die Sicherheit geben, schlechte Ratschläge zu ignorieren. Vielleicht hätte ich öfter auf Athena hören sollen, statt selbst immer im Recht sein zu wollen. Vielleicht ist selbst der große Zeus fehlbar. Nein, das meinte ich nicht damit. Mein Urteil ist eigentlich immer herausragend. Du hast mich an einen Felsen gekettet. Ein Adler frisst jeden Tag meine Leber. Ich weiß. Freut er sich voll drüber. Ja, an und für sich nicht verkehrt, ne? Aber andererseits kann das auch blind machen für einen guten Ratschlag, wenn man immer zu kritisch ist. Oder zu pessimistisch. Upgraden. Ich würde sagen, das Schwert als erstes. Tränke oder mehr Pfeile. Ich glaube, ich bleibe weiterhin bei den Tränken, ne? Die Menge an Tränken. So, das. Ich glaube, Ausdauer. Beziehungsweise ne, Leben. Leben geht weiter. Ausdauer waren ja die Blitze, stimmt. Ja, die Ausdauer. Ach, die Animation ist ja schon, glaube ich, bekannt. Kennen wir schon auswendig. Da fehlen noch zwei. Guck, vielleicht kann ich ja. Oh. Vielleicht kann ich ja. Oh. Ja, machen wir schon mal. Dann können wir bald durch die Lederschranken durchsliden. Ganz elegant. Noch sechs Stück. Ja, der Rest, also hier aufgeladener Zorn des Ares, das ist Mehrfachtreffer. Genauso wie hier der Hammer. Also die sind die. Reizen mich nie so wirklich, aber für die Trophäe alleine schon werde ich es irgendwann mal holen müssen. Der Hammer vielleicht noch, ist ja ganz nützlich gegen mehrere oder halt gegen fette Gegner. Das kann gut sein. So, nächste. Na, außerdem brauchen wir gar nichts. Sag Bescheid, wenn du gern irgendwas kaufen willst. Macht mir sowieso nichts. Solange es nicht zu bescheuert aussieht aus Skins. Da haben wir 0. Einfach craften.
Ja, also hatte ich ja schon mal gesagt, ich finde die Skins überwiegend sehen die aus wie von Fortnite oder irgendwie so. Ja. Mit Fortnite kannst du mich nackt rückwärts übers Maisfeld jagen. So. Oder egal welche Tageszeit. Damit kannst du mich jagen. So, das Gebiet ist also fertig. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt ins nächste rübergehen, das wäre dann, würde ich sagen, die Schmiedelande. Warte mal. Ach so, das ist die Daedalus-Mission. Ich wollte gerade sagen, wir sollen auch dahin, ne? Aber hier sind schon einige Nebenmissionen so freigeschaltet. Das wäre dann der nächste Schritt. Ja, aber ich glaube doch schon. Hephaistos stand da jetzt, ne? Erkundet die Region von Hephaistos Statue aus. Und das wäre. Nee, die wird uns frei überlassen. Entweder Ares oder Hephaistos als nächstes. Ich würde aber sagen, wir gehen als nächstes zu Hephaistos. Hephaistos! Boah, ey, furchtbar. Man könnte mich auch Burkhard mit Nachnamen nennen. Ist ja zum Kotzen. Gassi gehen mit Kerberos, das kennen wir noch gar nicht. Und des Hades. Hatte ich abgeschlossen und wird mir trotzdem noch angezeigt. What? Wo ist denn da der Sinn? Ach nee, ich bin falsch. Das ist die epische Truhe. Ja, da machen wir das Gewölbe hier. Da waren wir noch gar nicht. Hier, das mache ich wieder zwischenzeitlich. Hä? Ah nee, da hat mir eine Fertigkeit einfach gefehlt wieder. Ne? Ich denke gerade, wieso war ich denn schon da drin? Hab's aber nicht mitgenommen. Aber das hatte sich erledigt. Gut. Aiolos Höhlen, okay. Keine Mitteilung, dass uns irgendwas fehlt. Dann gehen wir mal ran an die Sache. Ach du Scheiße. Das ist auch schon Paradespruch mittlerweile. Okay, da hinten ist schon mal Outfit. Ein Skin. Oder was auch immer. Heißt das schon mittlerweile nichts mehr. Können ja auch Blitz sein oder so, aber ja. Obwohl, ne? So, die Kisten sind meistens mehr so in Boss-Gewölben dann mit anderen Inhalt versehen. Aha, oder ich den Scheiß austricksen kann. Ja, das ist in der Hinsicht wirklich praktisch. Ist nur die Frage, wie kriege ich die aktiviert, ne? Kügelchen Nummer 1. Kügelchen Nummer 2. Sieht sogar brennbar aus. Ich denke mal, dann muss ich das Brennende wohl rüberkriegen. Oder? Warte mal. Nee. Aber wohl doch. Also ich würde sagen, die. Scheiße. Die Brennende muss rüber, würde ich schätzen. Ja, jetzt nur die Frage, wie? Ach so, warte. Nee, macht ja auch keinen Sinn. Wie kriege ich die denn da rum?
Ja, hochziehen wohl kaum, ne? Geht, glaube ich, sowieso nicht. Ja. Ja. Hä? Ach so, warte mal, wie weit... Ah, so, ich habe gedacht, das geht direkt steil runter. Mein Fehler. Jetzt war ich echt... Jetzt stand ich echt auf dem Schlauch, muss ich echt zugeben, doch. Übel. So, warte mal. Übel. Scheiße. Aha. Boah. Nee, das hat gar nichts mit Anfackeln zu tun. Letztendlich. Das ist einfach nur die Scheiße hier rüberkriegen. Gut, dann wollen wir mal. Ach so. Sehr schön. Und dann da rein. Ich krieg mir sowas immer. Also das heißt immer, also schon des Öfteren immer Stressschweiß, weil ich mir denke, nein, das muss jetzt sitzen. Ich habe keinen Bock, so lange zu rätseln mehr jetzt. Ist schon unnötig Druck, den ich mir da aufbaue. Aber, oh. Ah ja, wer will jetzt lange schon, wer will schon großartig lange rumknobeln? Ich war doch auf sicher. Da war doch so ein Luftstoß. Da schwitzte nicht schlecht. Mal ganz zu schweigen von dem Schuss, den man so den im Verlauf von sich gibt. Wenn man so knobelt. So. So, so, so. Nur die Frage, wie komme ich an die Truhe? Wahrscheinlich was Separates mit der Kugel machen. Hä? Warte mal, eine wunderbar gute Frage. Hä?
Nee. Ach, ich muss wahrscheinlich erstmal die beiden Kugeln rüberkriegen und dann kann ich die Kiste immer noch abkrabbeln. Hoffe ich mal. So. Wie kriege ich dich jetzt noch rüber? Ach so. Ich habe hier gar nichts mehr jetzt. Ich hatte sagen, ist doch. So. Also es ist, muss ich ehrlich zugeben, mehr überwiegend wegen der Kiste, was mich hier gerade beschäftigt. Ja, das macht mich gerade fertig. Es nervt, es muss ich echt zugeben, es nervt langsam, immer diese im Hinterkopf zu behalten, dass man mit Gefahr darauf, also wegen für die Trophäe, also für wo man halt, ich glaube, 25 Gewölbe insgesamt abschließen muss, zumal ich ja noch nicht weiß, ob ich auch wirklich jede Variante eines Skins brauche. Ne? Also das Ganze könnte man auch einfach beantworten, indem man googelt. Ich vergesse es nur jedes Mal. So, der Scheiß ist fertig, der Scheiß ist ebenfalls fertig. Und nu? Denke ich mal, müssen wir das. Ach so. Ja, kann ich auch so machen. Ah, und schon ist das auch aktiviert. Ja gut, das war im Endeffekt leichter, als ich es mir wieder gemacht habe. Der Klassiker. Targobank, das gibt Rückenwind. Gerade eben live gesehen. Ach, bleib doch im Strom da drin. Warum? Sag mal. Sie geht manchmal von nach alleine, von alleine nach vorne. Schwebt da ein bisschen, obwohl ich eigentlich ja so drücke, ne? So wie jetzt. Also dass er einfach eigentlich auf der Stelle schwebt. Merkwürdig. Neue Optik. Brustplatte des Donnerers. Rararas. Nee, die war's nicht, die, ne? Auch nicht. Nee, danke. Alles klar, damit haben wir ein weiteres Gewölbe komplett abgeschlossen. Dann haben wir hier noch, ich glaube, so 3-4 Gewölbe,
Plus ein paar Herausforderungen. Hier haben wir, glaube ich, noch eine komplette Insel voll. Hier fehlt mir ja noch eine gewisse Fähigkeit. Ja gut, die Sachen, die sind wir jetzt gerade erst, bevor ich ins Gewölbe reingegangen bin, durchgegangen. Das will ich jetzt nicht 800 Mal pro Part machen. Auf jeden Fall ein, zwei Sachen nehmen wir uns noch mit, dann für das gewisse Etwas an Upgrades, und dann gehen wir weiter ins nächste Gebiet. Alles klar. Wie gesagt, nee, nicht wie gesagt, dementsprechend endet der Part an dieser Stelle. Ich bedanke mich tausendmal bei euch für eure Aufmerksamkeit und die damit verbundene Unterstützung. Bettel an dieser Stelle nicht um ein Abo, sondern wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Tschüss, bis dann.